Herzlich willkommen bei Anno 1800. Es geht weiter. Wir wollen uns, da kann man sagen, unsere kleine Kohleprobleme uns langsam entlösen und zusätzlich noch mit der Produktion mit Gold langsam uns kümmern. Sonst kriegen wir arge Probleme mit der Goldherstellung. Weil Gold ist auch schon das wichtigste Rohstoff hier gerade ein bisschen auch. So, und ich wollte jetzt eine Anlegestelle hier bauen. Da. Nee, warte mal, falsche Abteilung. Da. Anlegestelle. So. Und hier zusätzlich. Was? Genau hier auch noch für auch noch die Kohlecken unserer Wirtschaften. Straßen haben wir schon, wir brauchen nur noch Stein und. Ich brauche nur noch Ziegelsteine. Bereit für den Einsatz. Ich glaube, hier war auch genau nur ein Hafen, aber es ist nicht so schlimm. So. Alles bereit. Heizen wir mal ein bisschen Holz zusätzlich auch noch rein. Steuermann. So. Dann würden wir die vier Kohleminen auch noch anschließen noch. Und dann haben wir jetzt mal mit die Kohleprobleme haben wir uns im Griff. Das Event geht ja bald auch zu Ende. Perlen, okay, Perlen ist egal, ist da unterhofft da, aber Gold dort am längsten gerade. Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Jupp. So. Erwarten neue Horizonte. So. Zack, zack und zack. Hat gut, nur gepasst, das ist gut. So. Die Menschen lassen sie hochleben. Die Menschen lassen sie hochleben. So, Kohle, Kohle und weg. So. Wir kümmern uns jetzt um das Goldproblem und mal gucken. Ich habe einen ganzen Haufen Zeug. Ja, von allem ein bisschen. Okay, Kunststoff ist nicht das Problem. Besser. So, wir brauchen Holz, Holz, Bretter, okay. 30 mal Stämme. Muss man so die nächsten so das mir aufschreiben, was ich alles brauche. So, 30 Stämme brauche ich. So, da brauche ich nochmal, glaube ich, normalen Schrott. Ich glaube, das normale Schrott auch 30 Schrott. Ich werde auch am Anfang die Dinger mal zu, auch wieder zu sammeln. Da. Auch 30 Tonnen. So. Ich nehme das nur, was ich gerade hier auf Lager habe. So. Die Wagendinger kann ich bei Ihnen kaufen. So, da brauche ich einmal 20 Tonnen. Neue Befehle. Bretter. So. Dann brauche ich hier schöner Schrott. 10 oder 20 Tonnen. 20 Tonnen, okay. Waren kann ich im Minenkampf und die Dampfmaschinen kann ich bei Ihnen auch kaufen. So. Dran anhalten! Ist überhaupt. Ah, da, okay. Nee, warte mal. Gehst du hier hin gerade? So, mir geht auch ganz der Platz aus. So. Warte mal. Mache ich das ganz anders. Weil ich brauche relativ viel. Dann tue ich mal erstmal richtig viel erstmal rein, erstmal bei den Schiff erstmal reinklatschen. Weil ich mich ja komplett auf voll auf Produktion gehen, weil ich kann nur pro Handelskammer eins von den Dinger reinklatschen. So. Da stimmen wir manchmal hier voll. Spott genauso. Und bei den Ritter genauso voll. So.
sind unterwegs. Du gehst nach da unten, hier zu Kunststoff. Wende Manöver! Also. Moment, was ist hier das Problem? Uns geht das Material aus. Zink? Zink habe ich nichts mehr? Kein Zink mehr. Messing habe ich reichlich, aber Zink ist. Jo, Zink habe ich echt gar nichts mehr. Oh. Versteck die Flaschen, der Boss kommt. Strom würde höchstens hier in den Grafiktrank kommen. Ich hier überhaupt kein Zink mehr habe, das ist schon. Krass. Wie viel produziert denn Zink überhaupt? Minute 30, okay. Wie viel Zink habe ich hier? 3. Oh. In 3 Minuten. Oh, das heißt, Zink muss ich. Ich glaube, sie wieder nach und nach bessern. Hier habe ich kein Zink. 2x10. Oh, ich soll auch 2x10. Aber hätte ich weit, weit gestreut. Ich hier Öl? Nö. Das ist ein bisschen too much. So. Erstmal hier. Ich mache es nicht so schön erstmal. Auch noch Zink. Sieht dann nicht das Schönste nicht aus, aber egal. Und mal gucken, welche Linienkutscher. Warte mal, das ist doch falsch. Route. Wie viele Schiffe habe ich auf Gummi eingesetzt? Nur ein Frachter, okay. Frachter sind ja relativ schnell. Der Lager muss aber relativ, muss sagen. Lager ist jetzt voll. Plus 8. Wir können jetzt einen weiteren Frachter bauen und hier, pass auf. Ihr seid nur für Kunststoff übrig. Weil jetzt mal müssen wir das Gold produzieren. Erstmal so. Okay, genau. Ich brauche Kunststoff. Genau, die Reifen. So. Du kriegst erstmal das ganze Gummi. So. Genau, ich muss erstmal bei Ihnen die Wagen jetzt einkaufen. Da haben wir ganz schön was zusammengeschustert. Könnt ihr jetzt die Dinge eigentlich selber bauen? Also bis ich davon immer ein paar habe, sollte es mal eine Weile. Weil die Dinge, weil die sind auch schweineteuer auch. Mal gucken, aber ich glaube Holz muss eigentlich noch, wenn man Holz produzieren muss eigentlich, genau, Holz und Holz wieder sind voll. Genau. Was Kupfer bei mir voll ist, ist. Das ist mir echt ein Wunder. Ja, nicht erwartet, aber ich verstehe, warum ist es hier. Zehn? Oh, schon 10, okay. Okay, das ist eine Minute schon reicht, das ist schon mal sehr interessant. Dann kann man mein nächstes Ziel ist, wenn ich mal alles wie. Ach, was okay, Eisen brauche ich nicht, dann habe ich nicht allzu viele Änderungen. Kompromissloser Journalismus. So. Neue Befehle?
So. Drei. Davon. Ich hab hier fängt es schon an. Dann nehme ich ihn davon erstmal. So. Ich klatsche jetzt mal das alles rein. So. Oh. Kein Platz, das ist schlecht. Kran anhalten! Frachtschiff steht bereit! Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Oha. Ein Feuer ist ausgebrochen. So. Neue Befehle? Bei denen habe ich schon gebaut. Das war der Sekunde und das Blut. Neue Befehle? Und mir fehlt noch eins von diesen Dingern. So, zack. Mal eins kaufen, bitte. Die Flammen wurden gelöscht. So, und davon. Oh, nicht genug Schrott. Okay, das ist nicht so schlimm. Abdrehen beginnen! Ist ja nicht so schlimm. So. Okay, okay, die Bretter. So, was ist der Frachter? Dann klatscht man hier mal ein paar Baumateile mal rein. So, und noch. Das wird immer geil. So, zack. So. So, mal gucken. Zink muss, glaube ich, nicht viel hochgegangen sein. Nee. Geht relativ echt schnell leer. Ich muss echt anfangen, die restlichen Insel. Hier habe ich kein Zink. Hier habe ich dreimal Zink. Also ich habe einen Vorteil, ich kann hier in die Mine überall hin klatschen. Das ist schon mal ganz gut. Also da brauche ich für Zink brauche ich glaube alle Baumaterialien, glaube ich. Brillen. Zink. Ja, alle fünf Baumaterialien brauche ich. Ach shit. So muss ich schon Frachter dahin klatschen. Also benutze ich aber Segelschiff, Frachter brauche ich nicht. Die sind ja so nah nebeneinander. Kohle plus 1. Weg von Sandgitter ein bisschen zurück. Ich habe hier auch schon in die Ecke hingeklatscht. So. Zwei. So. Gehst du mal hier hin. Sind unterwegs. Und du bist wieder fit geworden. Ohne die nötigen Elemente können wir keine Reaktion. Das ist das Problem. Jetzt habe ich kein Gold mehr. Ich glaube, Goldbarren muss ich noch genug auf Lager haben, ja. Plus, okay, minus 1. Es hält sich noch in den Rahmen, das ist gut. Das ist nicht so extrem viel. Wenn es minus 5 oder 10, das ist schon extrem viel. Neue Befehle! So, nein, Was habe ich jetzt erstmal? Genau, ich brauche jetzt nur noch einen. Nein. Zack. So. Wieder gehst du da rein. Für Golden habe ich genug Material. Bretter brauche ich jetzt, okay. Bretter jetzt hier rein. Jetzt brauche ich hier Karren. Wie brauche ich denn für die Karren überhaupt? Dampfmaschinen brauche ich jetzt. Karren 10, das heißt, ich brauche nur 5 Stück. Ich bin jetzt hier fast mehr Druck im volles Slot beinahe. So. Beide brauche ich 6 Stück. Schöner Schrott ist voll.
Das heißt, ich brauche noch 6 Dampfdinger noch. So, wie sieht es erstmal hier aus? Also Eisen im Plusbereich. Was einzige, was runtergeht, ist Gold. Zink kann ich auch ein bisschen nachbessern. Aber ich denke mal, wenn ich halbwegs überall die Dame ein bisschen so runtergewirtschaftet habe, ja. Dann überlege ich, dann gehe ich auch langsam Richtung der Arktis auf, um da eigentlich das Gas herzustellen, um die Gasgeneratoren hier bei mir auf die Insel hinzuklatschen, wo die ganzen Minen sind. Nicht zusätzlich mehr Produktion. Ich könnte ja zusätzlich mit Handelskammern arbeiten, aber diesen Teil ist relativ weit auseinander. Ich glaube, da kriege ich einzeln. Kriege ich auch nur 2 hin, ja. Ich finde, die sind zu weit auseinander. Ich bin wie sowas hier, ist relativ nah nebeneinander. Viele, ja. Also, ja, Zement bräuchte fast überhaupt nicht anschließend. Ich habe ja nur eine Betonherstellung ja nur und das reicht völlig aus. So, Dampfmaschinen. Ja, ich brauche nur 6 Tonnen. So. Zum Horizont. Willst du mal da schon mal hin? So. Aber bis jetzt sieht das eigentlich relativ gut aus. Nur das Gold geht nur ein bisschen zur Neige. Das Gold dauert am längsten bei mir. Anfang ist relativ viel, also höher die Bevölkerung wird und so mehr braucht man auch alles. Maschinen hätte ich auch bei Ihnen noch kaufen können. So, zack. Die Menschen lassen sie hochleben. So, reicht nicht. Genau, ich brauche 5 weitere Bahnen. So, und Herstellung. So. So, du gehst jetzt in eine neue Welt hin. Die goldenen Platz da rein, wo kein Platz mehr ist und den Rest woanders rein. So. Das kann erstmal weit dauern. So, da können wir uns mal um das Zinkproblem mal kümmern. Ich gehe in eine alte Welt hin, brauche ich wieder ein paar Segelschiffe wieder. Aber hier sieht es auch relativ tutti aus. So. Ich will mal hier ein bisschen gucken. Für neue Reduzierung für alle, also für Bugbein. Okay, das geht hoch, aber egal, kaufen. Ihre Majestät wird sie schon bald erwähnen. Minusproduktion. Das ist, finde ich, so. Oh, ich wollte gerade ein wenig durchlüften. So, finde ich immer das Beste. Einkommen minus 15, Dirk. Ist aber auch so blöder Müll. Okay. Uni und Clubhaus. Einkommens und plus 15%. Das ist auch nicht schlecht. Das Problem, ich hab schon ein Rathaus, da schon stehen. Wird er kriegt zu 35% mehr Reichweite. Okay, auch nicht schlecht. Ja, auch mal mitnehmen. Also was hier cool wäre, finde ich, sind hier auch so goldene Sachen auch mal hier drin. Ich glaube, das sind eher rare Dinger. Aber wenn muss man das sich irgendwie erwirtschaften. Plus 40% mehr Einkommen, das ist auch nicht schlecht. Jetzt ist meine Lage wieder voll. So. Ach Quatsch, nein. Diamond. Flaggschiff auf Patrouille. Ach Quatsch. Sind Sie soweit? Nein. So.
Nur ich wollte eine Insel auch wieder mit Dings. Oh, welche Insel war das denn? Hier! Hier wollte ich auch hier Handwerker bauen, ja. Was sie auch. Also mal Handwerker hier drauf klatschen. So, aber wir haben ja keinen Hopfen hier, ist nicht so schlimm. Hopfeninsel ist ja hier gleich hier nebenan. Das Lager ist voll. Wir stecken hier viel. Sind fast ja beide nebeneinander, ja. Jo. War nicht schlecht. So. Ich könnte mal hier ein bisschen weiter Häuser klatschen. So. Und da wäre eigentlich mal relativ viel. So. Kirchen. Boah, ich das Eisen hier noch nicht gebaut. Das verstehe ich echt nicht. Okay, hier hätte ich auch Hopfen, ja, alles im Po. Hab ich Hopfen? Hab ich hier Hopfen hier? Schiff vom Stapel gelaufen. Dass ich die Hopfen hier rüber transferiere. Bin ich dämlich? Ich hab doch selber Hopfen. Und selber Hopfen hier anbauen. Du Scheiße, bin ich dämlich. Ich muss bestimmt unständig alles hier rüber transferieren. Oh mein Gott. Okay. Ich würde sagen, wir haben ja schon die über die 20 Minuten schon erreicht. Ich denke mal, ich habe auch nicht verstanden, warum ich hier keinen Hopfen abbaue. Ich glaube, ich tue irgendwie Hopfen hier rüber schippern. Nee. Also mir ist gar nicht aufgefallen, ist mir nie aufgefallen, dass ich hier Hopfen hier selber herstellen kann. Ich könnte ja eigentlich die Route hier auflösen, ja, eigentlich auf gut Deutsch. Und hier auch noch zusätzlich hier selber Hopfen anbauen. Also Ressourcen habe ich dafür. Sagen wünsche ich euch noch einen schönen Tag, noch schönen Abend, bis das nächste Mal und haut rein, wenn es gefallen hat, Daumen nach oben. Und wie gesagt, Rest tue ich mal ein bisschen privat, ein bisschen weiter spielen, ein bisschen weiter Fortschritte zu sammeln. Wir sagen bis das nächste Mal und haut rein.